Infinite Wealth bietet nicht nur die dicke Dosis Drama und Wahnsinn, die ich an Like a Dragon schätze, sondern legt auch bei den Kämpfen zu. Hallo an alle Unterweltgestalten da draußen, hier meldet sich Hagen Geritz von Gamers Global mit dem PS5-Test zu Like a Dragon Infinite Wealth. Der neueste Hauptteil von Like a Dragon, früher hierzulande bekannt als Yakuza, bietet euch wieder den schönen Mix aus ernster Gangster-Hauptstory und vielen Absurditäten, vor allem im optionalen Bereich. Nach dem Auftakt in Yokohama erkundet ihr diesmal aber den Großteil der Zeit keine neue japanische Großstadt, sondern einen Teil von Honolulu auf Hawaii. Auch dort warten wieder viele Quests und etliche Minispiele, von Karaoke bis Dart auf euch. Und natürlich lasst ihr auch wieder die Fäuste sprechen. Infinite Wealth setzt dabei auf das Rollenspielsystem des Vorgängers inklusive verfeinerter Rundenkampfmechanik. Dieser Test bleibt spoilerfrei, es sei denn, ihr empfindet es schon als Spoiler, wenn ihr hier erfahrt, dass die neuen Gesichter auf dem Cover hinter den Helden Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu tatsächlich Partymitglieder werden. Aber für wen das ein Spoiler ist, der hat vermutlich kaum einen Serienteil gespielt. Und mit Infinite Wealth sollte man nicht einsteigen. Mindestens den Vorgänger Like a Dragon Yakuza solltet ihr gespielt haben, denn der Prolog von Infinite Wealth knüpft fast nahtlos daran an. Die ersten Spielstunden sind regelrecht noch ein Epilog dazu. Nach den Ereignissen am Ende des vorigen Abenteuers arbeitet Kasuga als Jobvermittler und versucht, anderen ehemaligen Yakuza bei der schweren Rückkehr ins zivile Leben zu helfen. Daneben gibt es ein launiges Wiedersehen mit der bekannten Party um den herzlich naiven Helden. Erst nach über 3 Stunden erfahrt ihr, warum es Kasuga dann nach Hawaii zieht. Es kommt aber, wie es in der Serie nur kommen kann. Es bleibt nicht beim harmlosen Urlaub, sondern Kasuga gerät mitten in die Machenschaften der Unterweltorganisation in Honolulu. An seiner Seite kämpfen dabei alte und auch ganz neue Partymitglieder. Schon früh gesellt sich dabei Kazuma Kiryu an seine Seite, der Held der meisten anderen Serienteile bisher. Einen guten Teil der Spielzeit werdet ihr in vielen Kämpfen zubringen. In denen bewegen sich die Feinde ständig, während ihr eine Aktion auswählt, greifen aber noch nicht an. In Infinite Wealth dürft ihr aber nun eure Figuren in einem begrenzten Radius über das Feld bewegen. Nahkampfangriffe fügen etwa extra Schaden zu, wenn ihr dicht am Ziel seid. Außerdem könnt ihr Gegner so leicht an den Rücken fallen. Besonders wichtig, die meisten Angriffe stoßen Gegner weg. Ich schaue also ständig, ob ich sie nicht gegen Wände oder andere Feinde schleudern kann oder in Richtung eines Verbündeten, der dann einen automatischen Folgeangriff nachsetzt. Dieser Ausbau der taktischen Ebene durch die Bewegung hat mir die Kämpfe sehr versüßt. Dazu kommen wieder Elementarschaden sowie die Angriffstypen Stumpf, Scharf und Projektil mit den entsprechenden Resistenzen und Schwächen bei den Gegnern. Durch getimte Knopfdrücke teilt ihr erneut stärker aus oder mindert den Schaden von Angriffen. Durch die Vertiefung der Beziehung zu den Partymitgliedern schalten diese auch nach Dutzenden Stunden noch neue besondere Spezialmanöver oder Gelegenheitsangriffe frei. Die Komplexität dieses Kampfsystems ist dennoch überschaubar, dadurch bleiben die Gefechte aber auch flott. Wenn ich nicht gerade zu niedrig im Level war, brauchte es in der Regel höchstens 2 Aktionen von jedem meiner 4 aktiven Partymitglieder und der Kampf war gelaufen. Die Wahl zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden habt ihr in Infinite Wealth aber nicht. Die meisten Klassen, im Spiel Jobs genannt, kehren aus dem Vorgänger zurück, ergänzt um eine Handvoll Neuzugänge, wie den Samurai, der zum Beispiel Bluten auslöst und blutende Ziele dann besonders fertig macht. Ein besonderes Highlight ist Kiryus einzigartige Klasse Drache von Dojima, bei dem ihr zwischen Kampfstilen wechselt. Der Rush-Stil erhöht den Bewegungsradius und lässt euch 2-mal angreifen, der Beast-Stil ist wenig mobil, bricht aber die Deckung von Gegnern und der Brawler-Stil löst teils Heat-Action-Finisher aus. Allgemein macht bei den Kämpfen auch das Zusehen Spaß. Die Klassenskills sind wieder herrlich schräg und es ist schön anzusehen, wenn die Gegner wie Strohpuppen durch die Luft geschleudert werden. Klasse ist auch wieder das durchgeknallte Design der Feinde, die von 250 auf 300 Varianten anwachsen. Und während die Nebengeschichten durchaus auch mal ernste Töne anschlagen, erwarten euch hier wieder allerhand schräge Charaktere und absurde Situationen. Ich habe es geliebt, wie Yakuza Like a Dragon den Verrücktheitsgrad weiter nach oben schraubte und auch in Infinite Wealth habe ich so oft gelacht. Ob über die Gruppendialoge beim Erkunden, die Beschreibung von Skills, Quests oder auch manche Minispiele.
Die Spielwelt auf Hawaii ist nochmal ein Stückchen größer als Yokohama. Durch Schnellreisetaxis und Segways als Alternative zum Laufen, aber nicht zu ausufernd. Wer hier aber wirklich alles erledigen will, der hat nochmal mehr als im nicht gerade kleinen Vorgänger vor sich. Zwei Aktivitäten können besonders zum Zeitfresser werden. In der Pokémon-Parodie Tsuchimon-Liga fangt ihr besiegte Gegner, entwickelt eure Sittensträuche zu stärkeren Varianten, lasst eure Teams gegen andere Trainer antreten und sammelt Orden der Besten der Liga. Das leidet etwas darunter, dass vereinfachte Tsuchimon-Rundenkämpfe nicht gerade die optimale Abwechslung von den üblichen Rundenkämpfen darstellen. Noch umfangreicher ist der Animal Crossing-Verschnitt namens Dondoku-Insel. Hier sammelt ihr Ressourcen und baut Möbel oder sogar ganze Gebäude, um ein vollgemülltes Eiland Schritt für Schritt in ein Urlaubsparadies zu verwandeln. Es mangelt definitiv nicht an bekannten Objekten und Gebäuden, die ihr platzieren könnt, auch wenn es durch die nötigen Abstände nicht leicht ist, alles hübsch anzuordnen. Ihr erschließt mehr und mehr Abschnitte der Insel, um mehr Dinge zu platzieren, die eure Urlauber zufriedenstellen, und vertreibt auch Müllpiraten. Das allerdings mit derselben Schlaganimation, mit der ihr auch Ressourcen aus Dingen prügelt. Das ist hakelig und fühlt sich besonders falsch an, wenn man die grandiosen Actionkämpfe früherer Serienteile im Kopf hat. Unterm Strich verbrachte ich auch hier schnell mehr Zeit, als ich mir vorgenommen habe, aber die Dondoku-Insel ist nicht nur vielseitiger als das vergleichbare Firmenmanagement im Vorgänger, sondern auch ausufernder. Wie bei den Lebenssimulationen, die hier Pate standen, gehört ein Ressourcengrind dazu. Wer darauf gar keine Lust hat, muss nur die ersten 3 Tage auf der Insel im Laufe der Story spielen. Allerdings verzichtet ihr dann auch auf massenweise Geld, mit dem ihr viel leichter bessere Ausrüstung kaufen und diese durch Crafting verbessern könnt, was ebenso wichtig ist wie das Erreichen höherer Charakterstufen. Auf einer ganz anderen Ebene unschön, Sega hat den gewohnten New Game Plus Modus zum DLC gemacht, für den es mindestens die Deluxe Edition des Rollenspiels braucht. Damit komme ich zu meinem persönlichen Fazit. Die zusätzliche taktische Ebene der Positionierung will ich nicht mehr missen. Dadurch hatte ich nochmal mehr Spaß an den Rundenkämpfen als in Kasugas ersten Abenteuer. Ansonsten ähneln sich der Vorgänger und Infinite Wealth sehr, teils bis hin zu spezifischen Kritikpunkten. Manche Kapitel schicken mich zu lange in Kampf nach Kampf, und wenn es langsam aufs Finale zugeht, wird mir wieder ein Dungeon vorgesetzt, mit dem ich meine Figuren zumindest etwas aufleveln muss. Das geht zwar flott, aber auch ein effizienter Grind ist nicht gerade die eleganteste Lösung in Sachen Progression. Nichtsdestotrotz hat mich Infinite Wealth wie schon der Vorgänger regelrecht verschlungen und spukte ständig in meinem Hinterkopf herum. Alle Aktivitäten tragen wieder schön nebenher dazu bei, Kasugas Attribute zu steigern, was neue Interaktionen freischaltet. Ständig hatte ich so ein nächstes Ziel vor Augen, eine neue Klasse ausprobieren, die nächste Nebenquest starten, wieder ein Minispiel anwerfen oder eben die Story vorantreiben. Zu den vielen Parallelen gehört auch, dass für mich die Story einen guten Teil des Spaßes ausmacht. Auf der einen Seite kommt die nochmal langsamer in die Gänge als im ersten Teil. Der war im Vergleich zu Infinite Wealth in meinen Augen auch thematisch und dramaturgisch runder. Auf der anderen Seite wollte ich in Infinite Wealth unbedingt wissen, wie es weitergeht. Die wichtigen neuen Widersacher wie der Exil-Yakuza Yamai haben wunderbar stimmungsvolle Szenen und spektakuläre Actionsequenzen in den Bosskämpfen. Und vor allem ist Infinite Wealth nochmal eine Abschiedsrunde für Kazuma Kiryu. Später im Spiel lassen sich kurze Erinnerungsfragmente an die früheren Teile finden, die selbst zum Schwelgen in Erinnerungen an die Serie einladen. Dazu wird manch emotionale Szene wie schon bei Like a Dragon Gaiden umso mehr bei langjährigen Fans wirken. Ich konnte mir jedenfalls bei allem Klamauk auch manches Tränchen nicht verkneifen. Meine persönliche Wertung lautet daher 8,5 von 10. Diesen Test gibt es auch als Text auf gamersglobal.de. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal. Danke fürs Zusehen.